Dass Pearl TV Humor hat, das wissen Sie, meine Damen und Herren. Und wir sind immer für einen guten Gag zu haben. Das heißt, Sie natürlich auch. Sonst würden wir Ihnen das gar nicht erst anbieten, was wir so alles da haben. Heute geht es nicht nur um was Lustiges, sondern auch um etwas Kuscheliges. Damit meine ich nicht Anne-Kathrin. Die kuschelt nämlich mit jemand anders. Aber sie hat es mitgebracht, das Kuscheltier. Genau, ich kuschel nämlich schon mit meinem kleinen Freund hier. Das ist nämlich ein super flauschiger Tiger. Keine Sorge, der ist nicht echt. Also an alle Tierfreunde. Das ist wirklich ein unechter Tiger, da lege ich meine Hand ins Feuer. Ich bin nämlich auch so ein ganz Tierliebe. Aber so ab und zu kuscheln ist doch was Schönes, ne? Das kann man jetzt zum Beispiel schön als Bettvorleger nutzen oder auch als Tierteppich in der Wohnung. Da kennt man das ja auch, dass man da so mitten in der Wohnung im Flur so einen schönen Tiger liegen hat oder im Wohnzimmer. Und der beißt nicht. Und der beißt nicht, genau. Da kann ich auch die Fingerchen vorhalten, der macht nichts. Der will gekrabbelt werden. Genau, der macht keinen Dreck, der will gekrabbelt werden. Der frisst auch kein Fleisch. Außerdem, genau, das ist ja das Schöne. Ja. Das Ganze beträgt übrigens 1,70 Meter. Das zeigen wir doch mal. Das kann man, genau. Ja. Wir haben ihn einmal hier in Original Tigerfarben, also dieses Gelb-Gold sozusagen. Genau. Ja. Und dann haben wir natürlich auch einen in Weiß, der sogenannte Albino. Den habe ich hier und der hat sogar blaue Äugelchen. Schauen Sie mal, ne? Ist der nicht süß? So, und jetzt zeige ich ihn mal in voller Größe. Ich komme mal nach vorne zu dem Tisch hier, dann können Sie es vielleicht besser sehen. So, kriegst du es so rein? Was? Soll ich hier rüber? So, guck mal. Ja. Guck mal, also, schön. Das sind die 1,70 Meter. Ich bin 1,86 Meter. Damit wissen Sie Bescheid. Ja? Hier wird nicht gemogelt. Das ist ein Webpelz, den Sie hier haben. Und den können Sie entweder an die Wand hängen oder auf den Boden legen. Das haben wir auch schon mal vorbereitet für Sie. Schauen Sie sich das mal an. Ob das nun im Schlafzimmer ist, als Bettvorleger, oder ob das einfach nur im Wohnzimmer ist. Ich weiß nicht, vor den Terrassentür oder wo Sie es auch immer wollen. Ja. Normalerweise ist es ja klassischerweise der Kamin, wo man ihn vorlegt. Ne? Stimmt, genau. Und der ist total weich, total kuschelig. Der ist richtig weich, deswegen ich bin auch schon eine ganze Zeit dabei, dass ich den krabbel. Ja. Das ist wirklich ganz angenehm, auch für kleine Kinder natürlich schön, ne? Wenn man da mal ein bisschen den vors Bett legt und die dann kuscheln wollen. Und ich finde das eine ganz klasse Sache. So ein Kinderzimmer schmückt sich das auch schön. Und jetzt guck mal, bei diesen Knopfaugen kann man doch nicht Nein sagen. Da kann man nicht Nein sagen. Endlich ein Tiger, mit dem man auch nach Herzenslust kuscheln kann. Diese Raubkatzen in Weiß oder aber auch Goldbraun, die schauen so lieb aus ihren strahlenden Knopfaugen, den muss man einfach knuddeln. Ne? Egal, ob das ein dekorierender Teppich ist oder ein flauschiger Bettvorleger. Bettvorleger finde ich schön, wenn man so aus dem Bett kommt und es ist kalt im Schlafzimmer, dann hat man schöne warme Füße, warme Füße, ne? Und rutscht dann sozusagen direkt zur Toilette. Ja, stimmt. Genau. Gibt es auch diesen Film, Dinner for One, kennst du den noch? Oh, den kennt doch jeder. Der absolute Klassiker. Es gibt wohl kaum Edward oder jemanden, der Dinner for One nicht kennt. Und zufälligerweise, wir haben ja hier einen Butler, das ist ja unser James, meine Damen und Herren. Und der bringt uns ja immer das Wasser, weil hier ist es ja sehr heiß im Studio und wir müssen ja immer Gluck, Gluck machen. Und wir haben ihn mal beobachtet, weil warum kriegen wir nie das Wasser? Warum klappt das nicht? James, was ist denn da los? Das möchte ich gerne mal sehen. Ja? So, wo ist er denn? Ach, da kommt er. Siehst du? Ja. Natürlich, jetzt ist mir alles klar. Jetzt ist mir alles klar. Deshalb kriegen wir kein Wasser, weil er regelmäßig über diesen Tiger stolpert. Der James hat gleich den Kopf nach hinten geklappt, das war ja herrlich. Ja, also so kennen wir das, so lieben wir es. Dinner for One. Und das können Sie sich jetzt auch sozusagen nach Hause holen, wenn Sie den Klassiker mal nachspielen wollen. Oder vielleicht als Partygag, als schönes Geschenk für einen Geburtstag. Ich meine, ich glaube, das wird ein absoluter Brüller sein, ob es zum Kuscheln ist oder natürlich auch als Partygag. Ich glaube, das ist immer eine super gelungene Sache und wie gesagt, Sie können sich in ganz klar und weiß entscheiden, clean. Oder natürlich der Klassiker, das Goldbraune mit den bernsteinfarbenen Augen oder die blauen Augen. So günstig kriegen Sie ihn nie wieder, meine Damen und Herren, den wunderbaren, kuscheligen Webfelsvorleger, Königstiger, so heißt er, 1,70 Meter. Sie können ihn im Handwaschbecken einfach waschen, nicht in die Waschmaschine, sondern einfach nur in den Spülstein. Wenn er mal ein bisschen schmutzig geworden ist, ist es überhaupt kein Problem. Ne? Und wenn Ihnen mal ein Glas Wasser drauf tröpfelt, dann ist das gar nicht schlimm, einfach trocknen lassen. Genau. Das Schöne ist ja, dass der wirklich so richtig schön kuschelt. Ich weiß, was meine Frau machen würde. Als Bademantel tragen. Ja, die würde abends über die Schulter legen, weil die ja immer friert. Das würde ich auch machen. Oder über die Füße. Wir Frauen, wir frieren ja prinzipiell an den Füßen, da wäre das auch eine schöne Sache. Stimmt, ja. Also es ist wirklich eine tolle Sache zum Verschenken, natürlich auch das Richtige. Also liebe Omis, liebe Opis, wenn ihr das jetzt seht, ist das fürs Enkelchen genau das Richtige oder aber für die Tochter oder Schwiegertochter natürlich auch. Man kann ihn natürlich auch an die Wand hängen, auch das ist
ist eine schöne Trophäe. Und denken Sie an den berühmten Kamin. Da kann man sie ja, beide hinlegen. Ne? Ich würde also beide Farben auch nehmen. Je nachdem, wie viele Enkelchen oder wie viele Kinder Sie haben. Genau. Müssen natürlich mehrere her. Aber es ist ja auch was für Ann-Kathrin beispielsweise. Ja, ne? Eine erwachsene, reife Frau, die einfach drauf steht, und gerne rumkuschelt. Ja. Das ist wirklich klasse. Aber du sagst es auch wirklich mit der Trophäe. Hier haben wir eine schöne Trophäe, ohne dass ein Tier sterben musste. Das ist auch was Schönes. Gerade der Weiße, diese seltene Eleganz, schwarz-weißes Fell mit blauen, eisblauen Augen. Ich finde das sehr, sehr schön. Und vor allen Dingen hat es auch was Romantisches und was Verspieltes und zugleich. Der ist natürlich auch ganz sanft zu empfindlicher Haut. Er ist genau das Richtige für Allergiker. Auch die werden nicht niesen danach. Denn, meine Damen und Herren, es geht ja hier nicht mit Haaren, sondern es ist ein Webpelz, den wir hier haben. Und es musste kein Tier dafür leiden. Das muss man auch mal sehen. Man hat das dann zu Hause, aber es musste keiner dafür leiden. Das ist super. Allein die Optik zählt und dass der Teppich so schön groß ist und dass man dem wunderbar kuscheln kann. Aber es kann einem natürlich auch was Schlechtes passieren, wie unserem James beispielsweise. Denn der wollte uns ja wieder mal Wasser bringen und wir sitzen immer auf dem Trocknen hier. Und ich habe mich die ganze Zeit schon gewundert, warum kriegen wir unser Wasser eigentlich nicht? Und dann haben wir ihm heimlich mal einfach mal gefilmt. Schauen Sie sich das nochmal an, bitteschön. Ja, da kommt da unser junger James. Es gibt also tatsächlich neue Generationen. Das Dinner for One. Und der Kopf nach hinten geklappt. Ja, da, jetzt sieht das, ne? Einfach woanders hinlegen, dann kann das nicht passieren, lieber James. Hm? Finde ich auch. Ja. Es ist auch eine schöne Sache, zum Beispiel, wenn du mal sagst, du machst ein Picknick. Ich glaube, da hast du wirklich die Hingucker auf deiner Seite, wenn du da plötzlich auf einer Wiese bist und da dein Tiger auf die Wiese legst. Ich kann dir sagen, da gibt es Leute, die legen sich den ins Auto. Ja. Früher hat man ja hinten aufs Auto so Klorollen gelegt. Und vielleicht ist das genau das Richtige. Ne? Es überholte sie, der Tiger von Pearl TV sozusagen. Der Königstiger. Also ich finde, der ist ja mehr natürlich. Aber solche gibt es ja auch, die Weißen. Aber ich finde den noch schöner, den Weißen. Mensch, dann kriegst du jetzt den, ich krieg den. Und vor allem, das Schöne ist ja, der will immer kuscheln. Der ist immer in Kuschellaune, der Tiger. Und hoffentlich kriegen wir jetzt bald was zu trinken. Hoffentlich kommt der James bald mal mit der Pulle wirklich an, dass da nicht wieder was schief geht. Ja. Also, denken Sie an Dinner for One. Sie haben Humor, das wissen wir, meine Damen und Herren. Und da können Sie nur noch anrufen und sagen, jawohl, den will ich haben für ein kleines Geld. Ein schöner, kuscheliger Gag. Das ist doch wieder was Feines von Pearl TV. Nur solange der Vorrat reicht. Und denken Sie dran. Nur in dieser Stunde Sonderpreis. Deshalb seien Sie schnell. Bis denn. Tschüss. Bestellen ohne Risiko. Heiße Preise und beste Qualität. Das ist Pearl TV. Die ganze Welt des Teleshoppings. Einkaufen macht Spaß. Rufen Sie jetzt an 0180 51 51 3 mal die 2.